Die Schule, die das inszeniert hat, hat alles... Die Schule? Ja, ja. Also war das keine Schule. Also erstmal müssen wir uns entschuldigen. Leider sind wir ein bisschen krank geworden, was man noch ein bisschen hört, aber wir haben so viel gesehen und konnten nicht darüber berichten, weil Stimme weg war, Michelle Fieber hatte oder sonst was. Es war alles einfach weg. Aber umso mehr haben wir uns gefreut, als wir ins Theater durften, ein Stück anschauen, was ich liebe. Weil ich habe schon gesehen, Michelle hatte es bis dahin noch nicht gesehen und alle Welt liebt dieses Stück. Wir waren in Hairspray, also Good Morning Baltimore. So. Dumm. Ja. Das Stück spielt in Baltimore. Es geht Welche Überraschung. Ja, es geht um die kleine Tracy, die ist so 17, 18 Jahre alt und die liebt eine ganz bestimmte Show im Fernsehen. Die Connie Collins Show. So, und das ist so eine Tanzshow. So, und dieser Tanzshow dürfen aber nie Schwarze mittanzen, nur einmal im Monat am, und das heißt wirklich so am Negertag. So, und sie setzt sich halt dafür ein, dass die Schwarzen da auftreten dürfen und dass auch Dicke eine Chance haben. Und sie schmeißt quasi den ganzen Laden auf den Kopf. Und das ist im Prinzip eine schöne Story, was alles so in den 60er Jahren spielt, wo Rassentrennung und sowas noch ein großes, großes Thema, gut, heute immer noch, aber damals noch viel mehr als heute. Ich glaube, dieser Stoff so mit, es gibt zwei verschiedene Gruppen oder drei verschiedene Gruppen, das sind ja ungefähr 100 Musicals und alle funktionieren damals geschrieben und immer noch heute. Also ja. Das ist ja das Gleiche. Aber was mich an Hairspray immer schon begeistert hat, es gibt ja die meisten Musicals, wo es so zwei, drei Lieder gibt, die richtig fetzig zu mitgrooven sind und die anderen Lieder so ein bisschen, ja, wir füllen wir zwischendurch. Ja, so Dämmmaterial, ne? Oder so ein bisschen, wir müssen auch mal die Stimmung ein bisschen runterbringen. Da bei Hairspray, jeder Song ist wirklich ein Song, den ich super gerne anhöre. Ich mag den einen nicht so gerne wie den anderen, aber... Welchen denn? Ich mag, wenn er... Sie im Knast besucht. Nee, wenn er das singt mit den... mit dem Kaffee ist schwarz, bla 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 bla, weißt du? Das ist nicht mein Lieblingssong. Aber alle Songs haben so ein Hitpotenzial. Und ja, das finde ich an Hairspray so außergewöhnlich. Und du hast es ja das erste Mal gesehen. Ja, das erste Mal auf der Bühne. Es gibt Hairspray ja auch schon in diversen Filmvariationen. Einmal mit John Travolta und dann gab es vor Jahren schon mal nochmal einen Film. Da hat John Travolta mitgespielt und dann gab es noch einen Film, der ist, glaube ich, aus den 80ern, 70ern, wo es Hairspray auch schon mal gab. Es gab es am Broadway und so. Das gab's überall. So, und ich muss dazu sagen, ich habe es zum ersten Mal auf der Bühne gesehen mit dem Orchester, um mal ein Thema weiterzugehen. War ich eigentlich zufrieden. Ich meine, sie hatten vier Bläser, ein Keyboard, Percussion, Schlagzeug. Der bulgarische Rundfunk hat gespielt. Gut, sie hatten, ich weiß nicht, in Bulgarien hatten sie wahrscheinlich nur 10 Leute oder so. Auf jeden Fall, es hätte ein bisschen mehr sein können, aber für die Tourproduktion, es war ausreichend und es klang satt und schön. Hast du schon mal Hairspray wird auch manchmal mit 5 Menschen gespielt. Nein. Es gibt auch diverse Musicals, die mit nur einer Trompete auskamen. Ich war glücklich, dass sie da gleich vier Bläser drin hatten. Also ich fand es für Hairspray relativ groß. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Da meckert doch nicht rum. Es hätte immer mehr sein können. Natürlich könnte es immer mehr sein. Entschuldigung, wenn du liest, das bulgarische Rundfunkorchester und dann... Nein, aber es war gut. Da kann ich ja nicht beipflichten. Aber ich finde, die Schule, die das inszeniert hat, hat alles... Die Schule? Ja, ja. Also war das keine Schule? Das war die Tourproduktion von Landgraf, die momentan durch Deutschland tourt. Aber ja, ich weiß, was du ansprechen möchtest, das Bühnenbild. War das wirklich keine Schule? Ja, also ich mache die Einleitung dann dazu. bei Hairspray. Was erwartet man von Hairspray? Natürlich diese geile, fetzige Musik. Dann erwartet man ein quietschbuntes Bühnenbild mit Bam, 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 Bam. Und also wenn ihr das in Köln gesehen habt, damals... So war es nicht. Und man erwartet natürlich fetzige, geile Federboa-Fummel. So. Ist das ein Wort überhaupt? Ja, fetzige, geile Federboa-Fummel. Und dass sie in der 1-Szene überhaupt ein bisschen Glitzer anhatten, war schon ein Wunder. Und da ging wahrscheinlich das ganze Budget drauf. Also vom Bühnenbild, erzähl du mal, was das Bühnenbild war. Ja, also das, was sie euch verspricht am Anfang, Good Morning Baltimore. Mit diesem Bett? Mit dem Bett. Oh. Sie hat kein Bett. Nein, sie hat kein Bett. Sie ist obdachlos. Eigentlich ist sie ziemlich obdachlos. Sie hat ein Bügelbrett zu Hause stehen und einen Fernseher und das war's. Eigentlich die ganze Show, was ich am schlimmsten fand, der schwarze Hintergrund, das passt nicht zu Hairspray. Hairspray ist bunt, also Hairspray ist quicklebendig. Warum schwarz? Dann ist so ein rosa
angedeuteter großer Fernseher, wo immer mal wieder das Testbild reingeschoben wird. Und dann so ein paar Podeste, wo aber auch nur... Wenn du denkst, an der Seite sind Lämpchen, dass die so nacheinander blinken, also was man so von diesen Varieté-Shows kennt. Nee, also entweder es gab eine grüne Lampe, die an war, also alle drei Lampen waren grün, alle drei Lampen waren rot, alle drei Lampen waren, ich weiß nicht, gelb. Im Zweiten waren sie gelb, ja. Irgendwie. Und das war auch alles. Manchmal wurde etwas rausgezogen, das Gefängnis. Oh wenn Gott, ihr das kennt, Gefängnis war eine Sparflamme ohne Ende. Das Gefängnis war ein Podest und ich habe es auch nicht ganz verstanden, wie er einfach in das Gefängnis rein konnte, aber sie nicht raus konnte. Sie stand eigentlich nur auf dem Podest und von oben wurde mit Scheinwerfern irgendwie, glaube ich, Gitterstäbe angedeutet. Ja, aber also das Bühnenbild, also es war für eine Schulproduktion würde ich sagen. Hey, schön. Nee, hätte Opa ein bisschen mehr bauen können? Das stimmt, es gibt amerikanische Schultheaterproduktionen, zum Beispiel von Mary Poppins, und die zaubern da ein Bühnenbild hin, dass es nur kracht. Ich meine, für dieses ist es eine Tourproduktion, aber mehr als zwei VW-Laster brauchst du für das Bühnenbild auch nicht. Oder ein Smart. Und ein Smart für die Kostüme, ja. Nee, also das ist, was mich wirklich an Herz bringt, einfach diese Energie, die da rüberkommt. Ja. Die hat das Bühnenbild nicht transportiert und leider auch die Darsteller sind ein bisschen. Also ich muss es sagen, bei mir ist es angekommen, die Darsteller waren auf Sparflamme. Kann auch damit zu tun haben, dass die Tontechnik grottenschlecht ist, die Mikrofone sind ständig ausgefallen, Tracy musste ständig mit Handmikrofonen singen. Sogar nach der Pause, also vor der Pause ist das Mikro ausgefallen und nach der Pause ist das Mikro wieder ausgefallen. Also ich weiß nicht, ob sie es ausgetauscht haben oder nur einmal... Ich glaube, die haben einmal draufgehauen und dann funktioniert es wieder. Also bei mir ist so ein dünner Sound angekommen. Ich weiß es jetzt nicht, ob es an den Darstellern liegt. Nein, also ich muss sagen... Oder ob es an Ton liegt. Ich muss sagen, ich fand die Darsteller, jeder dieser Darsteller war super besetzt. Also er hat genau in die Rolle reingepasst. Und ich fand, meine Lieblingsdarstellerin war die Freundin von Tracy Turnblatt. Die mit den Zöpfen. Die hat eine unglaublich geile Stimme gehabt. Auch die Miss Baltimore Crab, die wir, glaube ich, schon mal in Stuttgart bei Heiße Zeiten gesehen haben. Ein großartiges Organ, auch die schwarze Mama, die da zwischendurch singt, tolle Stimme. Wäre sie nicht manchmal aus dem Takt gewesen, aber dann nein. Nee, also ich fand, die Darsteller waren top, allerdings, und jetzt kommt ein weiterer Kritikpunkt, wofür steht Hairspray nämlich noch? Für richtig... Choreografien. Ja, und zwar richtig geile, exakte, aufwendige Choreografien. Das also fängt du musst ja sagen... Sie hatten schon Choreografien. Ja, aber Entschuldigung, wenn die erste Reihe, also wenn vier Leute in der ersten Reihe den hier machen und im Hintergrund machen sie nur also entweder alles just in time und die waren nicht immer synchron und Hairspray ist eben ein Musical, wo es zack, zack, zack. Schaut euch mal, es gibt bestimmt irgendwo im Internet von Vox eine Dokumentation über Hairspray in Köln. Das war ja vor ein paar Jahren dort mit Maite Kelly. Ja. Da könnt ihr mal sehen, wie exakt und wie auf den Punkt diese Choreografien waren und vor allem wie aufwendig. Und das war, also Tourversion war echt Sparflamme. Also für mich ist es wirklich... eine große Herausforderung, Hairspray, was ja so großartige Lieder hat, so darzustellen, dass es für mich nicht so interessant ist. Der Wow-Effekt hat total gefehlt. Naja, für mich war es zeitweise sogar langweilig, was ich nicht von Hairspray hier erwartet hätte, ja, weil ich kein liebe Hairspray. Also einfach, der Funke ist an diesem Abend auf der Bühne geblieben oder vielleicht auch in den Steckverbindungen vom Ton, die nicht richtig funktioniert haben. Da ist der Funke mal übergesprungen. Also da ist einiges übergesprungen. Für mich etwas... wo ich leider sehr enttäuscht bin, weil Hairspray ist eines der großartigsten Stücke, die je gemacht wurden. Also für mich zumindest. Kann jeder anders sehen. Ja, natürlich. Also kaum ist wieder ein Glitzerfummel auf der Bühne, da geht dein Herz auf. Mehr Glitzerfummel bitte nächstes Mal. Für mich an dem Abend, sie haben sich sehr Mühe gegeben. Sie bemühten sich stets, ja. Ja. Wobei ich sagen muss, eher, also ich kann schon mal sagen, 6 von 10 Punkten. Und diese 6 von 10 Punkten sind wirklich knapp. Und dass es 6 von 10 Punkten wurden, lag zum einen an der Musik und an der Story. Aber da kann das Ensemble und die ganze Tourproduktion ja nichts für, weil das gab es ja vorher schon. Bühnenbild zieht radikal runter. Also für Bühnenbild würde ich von 10 Punkten maximal 3 oder 4 von 10 geben. Inszenierung auch. Und Darsteller waren eigentlich ganz gut. Ich muss leider meine Enttäuschung mit einrechnen. Ja. Ich muss immer noch ein bisschen weinen.
Für mich sind 5 Punkte leider nur. Und ich weiß nicht, ob sie scheiße gesungen haben oder ob der Ton so scheiße war. Manchmal war es vielleicht eine Mischung, weil manche waren echt gut. Also vielleicht war bei denen einfach das Mikrofon nicht kaputt. Wenn ihr es euch trotzdem anschauen möchtet, das tourt jetzt, also die sind hauptsächlich in so kleinen Stadtteilen, zum Beispiel Friedrichshafen, Aschaffenburg, Gerling, Neustadt an der Weinstraße, Wolfenbüttel, Iserlohn, Wolfsburg, Leverkusen. Und danach auch noch in Österreich, weil ab Februar stößt Isabel Varell und Uwe Kröger dazu. Das ist eigentlich genau das gleiche. Wir haben es jetzt mit dem B-Cast gesehen, die ja, mit dem momentanen A-Cast. Oder ja, ganz genau. Aber offiziell Zweitbesetzung. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Uwe Kröger wird dieses Stück auch nicht mehr hochpumpen. Ich meine, wenn er nicht seinen eigenen Glitzerfummel mitbringt und... Der hat bestimmt ein paar Glitzerfummel zu Hause. Aber vielleicht, also wenn ihr es euch wegen Kröger anschaut, alles gut. Also wegen was anderem nicht. Aber... Wenn ihr Hairspray mögt, es gibt Hairspray Live. Schaut einmal danach, es gibt es auch in einigen Video-on-Demand-Anbietern. Hairspray Live ist super, wurde in Hollywood produziert, hat super geregnet bei der Aufnahme, aber es ist live. Wirklich das, was ich unter Hairspray verstehe. Es ist bunt, es ist eine Choreografie zum Hinlegen. Und sowas hätte ich mir auch da erwartet. Ja. Schade, dass das nicht war, aber... Da konnte zwar auch die Mutter nicht singen, aber die hatten wenigstens Wow-Effekte. Die Mutter kann nie singen. Und Glitzer. Die Mutter darf nicht singen können, deswegen haben sie auch so? Den... Dann könntest Kröger. Du ja mal mitspielen. Danke, das sollte jetzt ein Uwe Kröger-Gag werden. Aber wenn du das mal... Nee. Danke dir. Okay.